Wir verlegen unseren Standort nach Karlskrona. Eben noch von Karlskrona gesprochen. Und jetzt stehen wir da. Wunderschön, direkt hier am Meer. Wie das am Meer so üblich ist, ist es windig. Und dadurch ist es auch ein bisschen kühler. Darum habe ich auch das Jöppchen hier angezogen. Um uns einen Überblick vom Campingplatz zu verschaffen, nehmen wir dich mit zu einem Spaziergang. Wie auf fast allen skandinavischen Campingplätzen kann man auch hier Hütten mieten. In verschiedenen Größen und Ausstattungen. Je nachdem, was das Portemonnaie hergibt. Viele lauschige Plätzchen haben wir gefunden. Aber für die Hochsommerzeit ist die Zahl der Sanitäreinrichtungen zu gering. Ihr seht, die Fahrräder sind schon wieder startklar. Wir wollen gleich rüber in das nahe Karlskrona. Geplant ist, dass wir die Räder irgendwo abstellen und zu Fuß durch die Stadt schlendern. Denn es gibt hier einen ausgewiesenen Sightseeing-Pfad. Und dem wollen wir folgen. Die Stadt Karlskrona verteilt sich auf fast 30 Schäreninseln. Sie sind untereinander durch Brücken verbunden. An dem großen Platz stehen etliche Feudalbauten, Kirchen, das Rathaus, ein Theater und Hotels prägen das Bild. Karlskrona wurde von Karl XI. 1860 als Flottenhauptquartier angelegt. Schweden brauchte einen eisfreien Hafen für die Marine. Die Frederikskirche wurde zuletzt umfassend renoviert mit einem neuen Altar aus Carrara-Marmor. Tausende Kilometer herbeigekarrt. Oder der neue Taufstein in Form eines Schiffs. Karlskrona liegt auf Fels.
Über die Hügel war es schwer, mit der Dampfeisenbahn vom Hafen ins Hinterland zu gelangen. Also baute man diesen Tunnel. Die bunten Häuser im Stadtteil Björkholmen gefallen uns sehr. Ein heimeliges Wohnquartier. Herr Haubentaucher bringt Futter heim. Die Gemahlin sitzt auf der Brut. Vom Fischmarkt aus können wir den Campingplatz erkennen. Also heim, wir sind auch hungrig. Karlskrona liegt ja, wie ihr schon erfahren habt, am Meer. Und seit alters her schon ist Karlskrona ein Marinestützpunkt. Und daher gibt es von alters her auch hier ein Marinemuseum. Und das wollen wir uns jetzt einmal ansehen. Leider können wir das Boot hier nicht besichtigen. Ihr seht, der Eintritt ist verboten. Die Bremön wurde 1939 gebaut, als der Krieg begann, der Zweite Weltkrieg. Man hat dieses Boot als Minenleger und Minenräumer ausgeführt. Und so lange tat es auch seinen Dienst. Man hat hinterher nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem die verminten Seewege wieder freigeräumt. Die HMS Westerwick gehörte zu einer Serie von 12 Torpedobooten mit der Bezeichnung Typ Norrköping. Die Boote wurden von 1973 bis 1976 ausgeliefert. Sie konnten, wie man sieht, 4 Torpedos gleichzeitig abschießen. Ja, wie ihr seht, es wird gearbeitet an diesem alten Dreimastsegler. Daher ist er auch nicht zu besichtigen. Faszinierend finde ich diese Galionsfiguren, die einstmals wohl im Original an Schiffen montiert waren, wo sie wohl überall auf den Weltmeeren gewesen sind. Jetzt haben wir aber auch genug von Kriegsschiffen gesehen. Weshalb wir hierher gekommen sind, was uns am meisten gelockt hat, das ist, dass man hier in einen Unterwassertunnel gehen kann, einen gläsernen Unterwassertunnel, der uns zu einem Schiffswrack führt. Wenn wir Glück haben und das Meer ist ruhig, die See wirbelt nicht so viel auf, dann können wir das vielleicht auch sehen. Auf wie geht's?
diese Aussicht soll man eigentlich hier haben, aus diesem Fenster, wenn die Sicht klar ist. Aber so richtig erfreut sind wir vom Anblick nicht. Wir haben uns das anders vorgestellt. Jetzt befinden wir uns genau an der Wasseroberfläche. Also steigen wir weiter den Tunnel auf, damit wir wieder ans Licht kommen. In der Nähe besuchen wir die Admiralskirche. Darf ich euch vorstellen? Der alte Rosenbohm. Bekannt durch Selma Lagerlöfs Geschichte von der wundersamen Reise des Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Mats Rosenbohm muss es wohl wirklich gegeben haben. Er wurde als Gefreiter ausgemustert und ist wohl in der Neujahrsnacht 1717 erfroren hier vor dieser Admiralskirche gefunden worden. Mats Rosenbohm hat man hier gefunden mit ausgestreckter Hand. Er war mittlerweile ein Bettler. Und drum kann man hier unterhalb dem Hut in eine Spardose etwas reinwerfen, das den Armen zugute kommt. Wir werfen einen kurzen Blick in die Kirche. Wenn der Kapitän dieses Zeichen sieht, weiß er, dass von dieser Ablegestelle Gäste mit ihm fahren wollen. Hier darf er noch nicht schnell fahren. Er muss Sog und Wellenschlag vermeiden. Wir lassen den Marinehafen Backbords liegen und können die Soldaten bei einer Rettungsübung beobachten. Das Schiff bringt uns hinaus in den Schäregarten vor Karlskrona. Gleich einem Linienbus an Land fahren wir von Insel zu Insel. Auf festem Kurs, zu festen Zeiten. Das Schiff befördert nicht nur Leute, auch vorbestellte Waren werden verladen. Wenige Haltestellen später wird die Ware schon erwartet. Auf den ersten Blick habe ich doch gedacht, mein alter Kumpel wäre doch schon in Skandinavien. Der Kapitän legt Heimatkurs an und uns knurrt der Magen. Die
Die Skandinavier erzeugen ihren Strom mehrheitlich aus Wasser. Darum kostet der nicht viel. Sie brauchen kein teures Gas und kein teures Öl einzukaufen. Sie haben sich nicht so abhängig gemacht. Wir haben uns ein Induktionskochfeld gekauft im schwedischen Möbelhaus und können hier alles auf Strom zubereiten. Und guck mal, sieht das nicht lecker aus? Ein Stückchen Lachs, herrlich. Und dazu gibt es ein Nudel-Spinat-Gratin mit viel, viel Knoblauch und Flüssigkeit. Bildet ein Grauburgunder vom Kaiserstuhl. Und wie heißt das? Fisch muss schwimmen. Skoll! Zum Abschluss die heiligen Worte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues im Kanal passiert. Man sieht sich. Europa ist ja nicht so groß.